Der Hahnenkampf. Der Gickerich, ein Gockelfein, guckt in den Topf voll Brühe hinein. Ein zweiter, Gackerich genannt, kommt auch sogleich herzugerannt. Und jeder langt mit Mühe im Topfe nach der Brühe. Der Gicker und der Gackerich betrachten und fixieren sich, zum Kampf gerüstet und ganz nah. So stehen sie Aug in Auge da. Sie fangen mit den Tatzen entsetzlich an zu kratzen und schlagen sich die Sporen um ihre roten Ohren. Jetzt rupft der Gickerich, oh Graus, dem Gackerich die schönste Feder aus. Doch Gackerich, der erst entfloh, macht's jetzt dem anderen ebenso und zieht den Gickerich noch obendrein beim Schopfe in den Topf hinein. Da kämpfen sie noch ganz erhitzt, dass rundherum die Brühe spritzt und keiner hält sich für besiegt, ob schon der Topf am Boden liegt. Jetzt kommt der Schnauze hergerennt und macht dem ganzen Streit ein End. Sieh da, die Hähne gehen nach Haus und sehen ganz erbärmlich aus. Der Schnauzel frisst den Rest der Brühe. Den Schaden hat das Federvieh.